Also man kann vieles tun. Man kann vieles im individuellen Leben tun. Und es reicht halt aber nicht aus. Es ist wichtig, sich selbst auch klimafreundlich zu verhalten, sein Leben irgendwie neu zu denken. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in den jungen Generationen nochmal ganz neu sozusagen anfängt und dass das Leben einfach schon ganz anders angefangen wird, gedacht zu werden. Und was wir aber halt wirklich, wirklich, wirklich auch brauchen, und zwar ganz, ganz dringend, ist Wandel von Konzern und vor allem von Politik. Und auch wenn ich nicht messen kann, wie viel mein Protest jetzt bringt, jetzt sofort, gibt es mir definitiv eine Selbstwirksamkeit zu sagen, ich tue etwas dagegen. Es ist hilfreich, sich mit Menschen zu verbünden, die ähnliche Ziele haben, die vielleicht auch sich mit ähnlichen Ängsten auseinandersetzen. Also ich bin Klimaaktivistin geworden, weil ich gesagt habe, ich habe Angst davor, ich werde zynisch und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und entweder ich mache was dagegen, ich werde aktiv und ich bin Teil des Wandels, oder ich gebe auf, weil ich komme mit meiner Sorge davor, wie es jetzt weitergeht, nicht mehr klar. Eben diese ganzen Meldungen, was du ja meintest, die auf einen einprasseln, das war zu viel und ich bin damit alleine nicht mehr klargekommen. Und sich zusammenzuschließen in einer Gruppe, sich darüber auszutauschen, sich irgendwie achtsam miteinander umzugehen und gemeinsam kraftvoll Druck auszuüben und für Veränderung zu kämpfen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schatz. Das ist natürlich auch Arbeit. Das will ich gar nicht. Das ist nicht alles irgendwie so, wir gehen nicht nur freitags auf die Straße mit ein bisschen Musik, sondern da steckt einfach auch viel, viel Arbeit noch dahinter. Aber es gibt mir eben auch ganz viel.